Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich, Sie im Bauch reden, ne? Dass ich in kommen Sie nach vorne. Kongress noch irgendetwas zeigen werde, und das tue ich jetzt. Ich möchte Ihnen die Jobus-Philosophie über das Glück erzählen. Wir wollen ja alle glücklich sein. Ganz einfach, mich hat in Indien ein Mönch angesprochen, bist du gerne glücklich? Ja, habe ich gesagt. Ja, dann mach andere auch glücklich. Bist du gern unglücklich? Nö. Ja, dann lass das sein, andere unglücklich zu machen. So einfach ist das eigentlich. Aber in Wirklichkeit ist das viel schwieriger, und das erzähle ich Ihnen jetzt mit einem kleinen Gedicht. Wir stimmen uns ein auf Indien. Und das machen wir mit einem Original Gandhi Cap. Und für alle Eingeweihten Namaste, Namaskar, Hari Om. Nee, nochmal, das ist so toll. Hari Om. Und nochmal. Schön, nicht? In Indien traf ich einen alten Mann. Er hatte einen Turban auf. Er lächelte mich freundlich an und meinte kurz darauf, er wolle mich gewiss nicht stören, doch schaute ich auf seinen Turban, als wolle ich darüber etwas hören. Und der alte Mann begann. Dieses Tuch aus feinster Seide ist ein Symbol des Lebens, mal tiefe Trauer, und mal helle Freude, immer sinnvoll, nie vergebens. Ein Knoten in dem Tuch verheißt uns Glück. Doch vor dem hastigen Ergreifer zieht es sich sofort zurück. Erfolglos ist der blinde Eifer. Wie sehr du dich auch mühen magst, mit List oder mit Tücke, gib Acht, damit du nicht verzagst beim Wettlauf nach dem Glück. Gar mancher meint nach langem Streben, das Glück sei ihm nun endlich hold. Doch leider muss auch er erleben, was glänzet, ist nicht immer Gold. Dann endlich hat er es geschafft. Er setzt sich hin und freut sich schon. Doch bald merkt er total erschlafft, das Glück ist eine Illusion. Das waren meines Tuches Lehren, sagte der alte Mann mit heiterem Gesicht. Es war nett von dir, mir zuzuhören. Doch nun geh und vergiss meine letzten Worte nicht. Sei immer Optimist, denn der wird reich beschenkt, der fleißig und bescheiden ist und an gar nichts anderes denkt. Jetzt tun wir die Füße wieder auf den Boden. Ich habe die große Freude, jemanden aus einem unserer Bundesländer anzukündigen, in denen ich mich immer sehr gerne aufgehalten habe. Es gibt ja Baden-Württemberg, dieses Doppelland. Das ist das größte Bundesland, das wir überhaupt haben. Das reicht im Westen bis zum Rhein und im Osten bis nach Hanoi. Und die eine Hälfte, die westliche Hälfte, das ist Baden. Und da sagt man, es gibt badische und unsympathische. Aber so einen sympathischen, den haben wir heute hier. Und er kommt aus der Fächerstadt. Das ist Karlsruhe. Karlsruhe ist unter anderem auch die Hauptstadt von Baden. Da fragte die Lehrerin in der Schule, wie heißt die Hauptstadt von Baden? Keiner weiß es. Dann, ich gebe euch eine Hilfe. Der Name besteht aus zwei Teilen, das wissen Sie jetzt, Sie haben es ja eben gehört, nicht? Das eine ist ein Bubenname und das andere braucht man in der Nacht. Jetzt weiß das Fritzle das. Frau Lehrerin, ich weiß, Friedrichshafe.
Aus Karlsruhe, aus der Fächerstadt, Klaus-Dieter Ritter. Kommst du noch? Ja. Applaus! Wir machen wieder diesen kleinen Einstieg. Er hat tolles Folien, Stühle aufgebaut, das ist riesig. Die sind dann auch für das Finale, dürfen wir die benutzen. Ja, ja. Okay, weise Voraussichten. Dankeschön. Also ein guter Mitarbeiter, wir werden uns jetzt anfreunden. Erste Frage. Erster Kontakt mit der Dorn-Methode war? Wie? Erster Kontakt mit der Dorn-Methode war eine Annonce in einer Zeitung und dort hieß es, ein Helmut Koch wäre in der Lage, Wirbel hineinzudrücken und Gelenke. Wann war das? Oh, das muss 15 Jahre schon her sein. Und das da ging's war mir vor 10 Jahren auch. Und das war damals in Freiburg und ich bin dann von Waldshut nach Freiburg gefahren. Von Waldshut? Ja. Da habe ich gelebt. Oh. Mach Sache. Ja. In Tingen. In Tingen habe ich auch gelebt. Lebt es gut, gell? Ja. Okay. Also wie gesagt, dort hat Helmut Koch dann mich dort auf diesen Weg gebracht. Ja. Bisher immer begleitet. Und mich auch. Und ein schönes Erlebnis mit der Dorn-Methode hast du auch noch? Ja, das schönste Erlebnis, wie gesagt, mentaler Art oder jetzt mechanischer Art. Mechanisch. Damit ich das auch begreife. Ja, also vor sag mal, 6 Wochen war das. Meine Mutter hat eine Freundin besucht in Karlsruhe, in der Fächerstadt. Ja. Und die Frau Harzer, sie hat mal in Gondelsheim gewohnt, wo ich herkomme. Und dann komme ich, meine Mutter abholen und die Frau Harzer, sie läuft so, oh, sagt sie, es tut so weh, alles. Die Krankenschwestern kommen morgens und abends, um ihr eine Spritze zu geben gegen Schmerzen. Aber nicht nur ins Knie, sondern in den Bauch. Und es tut natürlich auch weh. Der Doktor hätte heute Morgen gespritzt hier ins Knie und so richtig mit der Spritze rumgefahren und so weiter. Das ist halt richtig wirkend. Aber sie konnte das Knie immer noch nicht durchbiegen und musste so die Treppe hochlaufen. Und da dachte ich, auch Frau Harzer, vielleicht kann ich Ihnen helfen, nehmen Sie mal bitte Platz. Und dann habe ich einfach von der Dorn-Methode mich gekniet und einfach das Knie gerade gemacht. Und dann muss man eine Methode anwenden bei diesen Sachen. Man darf den Patienten in Anführungszeichen nicht zu lange warten lassen, zu überlegen, ob es jetzt funktioniert hat, sondern man muss ihm sofort ein Kommando geben. Kommando heißt einfach bestimmt sagen, Frau Harzer, so, jetzt hat es gewirkt, gehen Sie auf der Stelle, gehen auf der Stelle, so, okay, dann geht es und dann muss es heißen, Knie hoch, 1, 2, und dann Frau Harzer, sie hat das Knie bis an die Brust geschlagen. Das Knie, das eben noch steif war. Gut, also wie gesagt, auch immer wieder, selbst wenn man so lange Dorn gemacht hat, ist es immer wieder eine Freude zu sehen, was die Natur noch alles möglich macht. Die mentalen Blockaden auslöschen. Deswegen sofort den Befehl geben. So, ja, weil sonst kommt der Verstand ja nicht, und sagt, ich habe ja doch das so lange gehabt, wie soll denn das gehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, das versuche ich gar nicht. Das ja, ist ja, das ja. So. No, wow. Okay. So. Und daraus ergibt sich der Kernsatz für deinen Vortrag, mit dem ich mich zurückziehe und dich nach vorne schubse. Okay. Der Kernsatz heißt, es geht mir mit jedem Tag, es darf mir mit jedem Tag besser und besser gehen durch Dorn. Wie heißt das? Oben, unten, oben, unten, hinten, vorn, hilft uns die Methode Dorn. Nochmal, das ist gut. Ja, okay. Oben, unten, hinten, vorn, hilft mir die Methode Dorn. Oben, unten, hinten, vorn, hilft uns die Methode Dorn. Danke dir. Tschüss und Applaus. Sie sind heute gekommen. Na, bitte lassen Sie sich Licht an, Herr. Licht, Licht. Es werde Licht, jawohl. Recht viel Licht in den Herzen zu machen. Ja, noch Lichter. Wir brauchen hier Licht, ja, weil wir hier aufdrehen. Also meine Damen und Herren, Sie haben gelesen im Prospekt, Klaus-Dieter Ritter, Kraft sparen, mit den Muskeln reden. Und tatsächlich ist das
was ich vorhin noch sagen wollte, mein mentales Erlebnis mit der Dorn-Methode. Ich hatte in Gondelsheim ein Seminar in einem kleinen Dorf, wir waren 20 Teilnehmer, Brigitte Ratzel hat das organisiert und zum ersten Mal habe ich es versucht, mit einer Suggestion die Beinlängen zu korrigieren. Das heißt, ich habe einer Person gesagt, ihre Beinlängen werden jetzt gleich und tatsächlich die Beinlängen waren gleich, obwohl sie vorher 2 Zentimeter unterschiedlich lang waren. Danach bin ich im Kreis herumgelaufen und wollte mir bei den anderen Teilnehmern anschauen, wie dort die Beinlängen sind. Aber, oh Schreck, ich fand unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern niemand, der verschieden lange Beine hatte. Und ich wunderte mich sehr, weil es gibt fast nichts, fast immer 80% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben verschieden lange Beine und das kann sich quasi auf die ganze Bevölkerung ist das so. Und dann war eine hellsichtige Heilpraktikerin unter den Seminarteilnehmern, die sagte, Ritter, ist doch ganz klar, habe ich doch sofort gewusst, wo sie angefangen haben, dass hier alles gleich ist. Und ich war sehr erstaunt und dann habe ich aber nachgedacht, wie funktioniert Autosuggestion, wie funktioniert, wenn man sich etwas einredet. Nun, wenn ich Ihnen jetzt sage, bitte heben Sie den Arm, dann hebt er den Arm. Und wie hat er die Information bekommen, die Botschaft? Übers Ohr. Also ich spreche jetzt mit einer Person, ich spreche mit Ihnen und alle anderen hören meine Botschaft. Und in jedem von Ihnen ist sofort das Bedürfnis, es nachzumachen. Der Nachahmungstrieb ist der Menschen angeboren. Wenn die Menschen, wenn die Kinder auf die Welt kommen, machen sie alles nach. Das heißt, sie sehen, wie Mami und Papi das macht, wie die Mitschüler, die Größeren das machen, dann machen sie es einfach nach. Das nennt sich die Vorstellung. Sie haben eine Vorstellung davon. Wenn sie Tanzkurs machen, macht der Tanzlehrer die ersten Schritte und wir machen es nach und es funktioniert. Und wir brauchen uns ja gar nicht überlegen, wie das funktioniert, meine Damen und Herren, wie die Muskeln das jetzt machen. Wenn ich sage, bitte heben Sie den Arm, dann hebt er den Arm. Wissen Sie, welche Muskeln jetzt bewegt wurden? Habe ich Ihnen gesagt, dass Sie hier Beuger, Strecker, was Sie alles machen müssen? Nein, Sie müssen was tun, nur das Endziel nennen, das, was Sie gerne wünschen. Und wäre es nicht schön, wäre es nicht kindlich schön, wenn wir sagen können, och, der Schmerz vergeht, meine Beine werden gleich lang, ich kann meinen Kopf wieder drehen, ich kann wieder gut laufen, gut gehen. Nicht wahr, so hat es bei mir angefangen, als ich 10 Jahre alt war. Meine Großmutter hatte den Brand von der Zuckerkrankheit. Es kam ihre Schwester aus Stammberg. Sie hat 6 Wochen lang Umschläge gemacht, Lehmwickel. Ich musste den Lehm noch als Kind holen aus der Lehmgrube. Wir mussten beim Bauern das Getreide holen und wir haben dort Haferumschläge gemacht und das Bein wurde gerettet. Und ich habe mir gedacht, ich stand so am Zaun, Mensch, wenn du das auch könntest, das wäre schön, aber alle haben sie gesagt, das kann nur Tante Ernstine, das Kräuterpäpplein. Und so als Kind war ich dann etwas enttäuscht darüber, dass ich das nie lernen kann, weil es gibt ja gar keine Schulen, wo man sowas lernen kann. Naja, und dann dachte ich mir, vielleicht geht es noch einfacher. Ich fahre einfach so mit der Hand drüber, dort wo es weh tut und sage, der Schmerz geht weg und dann wäre der Schmerz weg. Aber sofort hat mir mein damals 10-jähriger Verstand auch gesagt, das kann ja nicht sein. So einfach kann es ja nicht gehen. Das wäre viel zu einfach. Okay, hab's wieder vergessen. Und dann habe ich 30 Jahre später in der Schweiz gearbeitet als Maschinenbauingenieur. Und ich lese eine Zeitung, die heißt Der Blick in der Schweiz, so eine Boulevardzeitung. Und dann ist eine Reportage über positives Denken. Und ganz unten steht ein Satz, die Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion heißt das Buch. Werde selbst Meister, indem du dir das einredest, ganz bewusst, was du möchtest. Und es wird geschehen. Und in diesem Buch habe ich mir gekauft und dort stand drin, dass man über die schmerzende Stelle fährt, über die Stelle, die gelähmt ist, dort, wo jemand schwerhörig ist, dort, wo es juckt. Und wenn man das 1 Minute macht, vergeht der Schmerz, das Jucken, die Schwerhörigkeit, alles schwindet und auch die Warzen verschwinden.
dachte ich, das gibt es doch nicht, habe ich doch irgendwo schon mal gedacht. Und es war genau vor 30 Jahren am Zaun. Und jetzt bin ich in einen Kurs gegangen und habe jemanden gefragt, kennst du das Weg-Weg? Ja, sagt er, gibt es in Zürich jemanden, der heißt Karin Nöbiger und der macht das jeden einmal im Monat. Man kann dorthin fahren und die Leute werden dort so geheilt. Ich dachte, ja, sage ich, warst du schon dort? Sagt er, nein. Sage ich, von Bern nach Zürich sind 100 Kilometer und du warst noch nicht dort. Es geschehen Wunder und die Menschen gehen nicht hin. Stellen Sie vor, ich bin dorthin gefahren und tatsächlich, die Tauben haben wieder gehört, die Lahmen sind wieder gelaufen und seitdem bin ich auf diesem Weg und bin dann über dort hierher gekommen. Also mit den Muskeln sprechen heißt ihnen sagen, was wollen wir eigentlich von ihnen. Und der Therapeut, der jetzt an die Arbeit geht, er macht einfach seine mechanische Arbeit, sagt, legen Sie sich hin, wir schauen mal die Beinlängen und dann drücken wir hier auf die Wirbelsäule und so weiter. Aber schauen Sie, es gibt nicht nur Wirbel, also es gibt nicht nur Knochen und es gibt nicht nur Wirbel, sondern Knochen und Wirbel, Gelenke, wie werden sie denn gehalten? Wie, wenn ich jetzt keine Muskeln hätte und keine Sehnenbänder, dann würde ich hier als Skelett dastehen. Er ist nur noch Haut und Knochen, heißt es dann. Aber keine Muskeln hat er mehr. Also wir werden von den Muskeln gehalten. Die Muskeln sind das, was uns zusammenhalten. Und selbst wenn jemand in eine Fehlstellung eines Wirbels oder eines Gelenkes hat, dann hält der Muskel das Gelenk in der falschen Position oder in der Position. Und das führt dann zu Muskelanspannung. Je mehr der verschoben ist, der Wirbel, kommt es zu einer reflektorischen Muskelanspannung. Meine charmante Assistentin Maria sitzt schon bereit, sie suggeriert mir das, weil sie...